Hallo ihr Lieben, hier ist Sissy. Ich habe euch heute noch eine kleine Dame mitgebracht. Das ist Tilda. Und Tilda und ich werden euch heute mal zeigen, wie man so richtig wickelt. Na Tilda? Ja. Also wir fangen dann mal an. Ihr schaltet eure Wärmelampe ein. So. Und dann legt ihr euer Baby ganz schön auf den Wickeltisch. Ich habe natürlich jetzt hier das Glück, schon so eine kleine, große Dame zu haben. Wenn ihr schon ein größeres Kind habt, dann solltet ihr immer was bereit liegen haben auf dem Wickeltisch, was euer Baby interessant findet. Tilda hat sich das jetzt hier schon genommen. Die findet ihren Löwen ganz toll. Wichtig ist beim Wickeln immer, dass ihr darauf achtet, mit eurem Kind zu sprechen. Weil das ist ja nicht nur reinigendes Po, sondern auch einfach eine kleine Wellness-Einheit. Das machst du super hier. Du hilfst schon so gut mit, ne? Da brauche ich gar nichts mehr zeigen, ne? Dann zieht euer Baby schön aus. Wenn ihr es auszieht, dreht es immer leicht über die Seite. Tilda kann sich jetzt schon drehen. Deshalb würde sie sich am liebsten gleich jetzt hier umdrehen. Aber sie macht super gut mit. Aber ein neugeborenes Baby, das bleibt natürlich schön liegen. Und damit ihr ihn zeigt, wie es sich später mal bewegen soll, dreht es immer schön über die Seite. So, dann ziehen wir mal deine schicke Strumpfhose an. So, super. Wichtig ist immer dabei, dass ihr mit eurem Baby sprecht, ne? Machen wir auch, wir beiden. Ne? Könnt dann auch einfach kleine Spiele mit einbringen, ne? Dass das die Füße sind und die Füße auch aneinander reimen, wenn sie das zulassen, die Babys. Ne? Möchtest du jetzt gerade nicht machen, ne? Möchtest du gerade nicht machen. Aber man kann die Füße pusten, ne? Hallo, hallo. Ja? Sodass das Wickeln nicht immer nur ein... dass das Wickeln nicht nur einfach zum Reinigen ist, sondern einfach auch mal ein schönes Erlebnis und einfach eine schöne Zeit zu zweit. Ne? So, dann mache ich mir den Body auf. Jetzt macht sie natürlich auch schon richtig gut mit und kann sich ja einfach schon ein bisschen mehr bewegen. Wenn ich jetzt ein Baby hätte, was noch ganz klein ist, die muss ich ja wirklich von einer zur anderen Seite gehen. Ich ziehe mir jetzt meine Winde hier so runter. Ich habe jetzt keinen Stuhlgang in der Winde. Wenn welcher drin wäre, so kann ich schon den ersten Stuhlgang entfernen und lege mir das einfach so leicht unter den Po. Dann habe ich mir vorher schon Wasser bereitgestellt. Nimm meinen Waschlappen. So. Und fange an, alles schön sauber zu machen. Beim Mädchen nochmal, was ich eben schon angesprochen ist, wenn ihr die Scheide säubert, falls der Stuhlgang drin ist, das ist manchmal, dass ihr wirklich sie leicht spreizt und von oben nach unten zum Po-Loch sie sauber macht. Bei Jungs immer darauf achten, dass ihr schön unter dem Penis nochmal guckt, da bleibt gerne was hängen, und auch unter dem Hodensack, dass ihr wirklich alle Stuhlgangreste entfernt. So, ich nehme nochmal ein zweites Tuch für die Hautfalten. Dann nochmal hier unten sauber, ordentlich. Guck auch nochmal auf der Seite, weil hinten, gerade bei den Neugeborenen, ist hier hinten eine Falte, das sieht man dann immer nicht so, und da vergessen das immer, das merke ich immer bei den Hausbesuchen, dass da immer gerne noch ein bisschen Stuhlgang drin ist und dass ihr da auch wirklich guckt, dass alles schön sauber ist. Wenn ihr dann die Winde abgemacht habt und alles schön gesäubert habt, dann lasst ihr das Baby einfach immer noch ein bisschen strampeln, weil die beste Windel ist immer noch keine Windel. Und wenn ihr jetzt nicht gerade eilig habt, ist es natürlich immer schön, dass Luft an die Scheide kommt oder an den Penis und an den Po vor allen Dingen. Und lasst das Baby schön strampeln. Könnt ihr noch mal ein bisschen mit den Füßen spielen, ne? Findest du gut, ne? Findest du gut? Du bist so eine Entspannte. Ja, erzählst du mit mir? Sehr schön. Und wenn das dann alles schön getrocknet ist, ich habe jetzt hier einen super Po, wo nichts wund ist und wo alles schön ist, dann braucht ihr auch keine Pflegeprodukte auf der Haut anwenden. Also Tilda hat hier wirklich eine ganz schöne Haut. Da ist es nicht nötig, irgendwas raufzuschmieren, sondern ich würde jetzt noch mal einmal mit einem trockenen Tuch einfach drüber gehen und gucken, dass wirklich auch alles schön trocken ist. Weil die Haut darf nicht wieder feucht in die Winde gehen, sonst kann sie sich entzünden, sondern ich tupfe nochmal alles schön ab, dass alles schön trocken ist. Wende hier wieder meinen Griff an. So, du machst schon so schön mit. Wichtig ist, dass ihr die Winde auch schön weit nach oben zieht, dass nichts daneben geht. Bei Jungs ist es immer noch mal wichtig zu achten, wenn ihr die Winde ummacht, dass ihr den Penis auch, dass der nach unten zeigt, nicht nach oben, sonst hat man nämlich immer gerne
nassen Body. Macht die Windel schön fest. Das kann man auch immer ganz gut sehen. Einige haben Angst, am Anfang immer Angst, dass die Windel zu fest ist für das Baby. Da könnt ihr einfach so, dass ein Finger hier gut reinpackt. Das ist auf jeden Fall nicht zu fest. Die darf nicht zu locker sein, weil sonst geht einfach gerne was daneben. Dann könnt ihr immer noch mal darauf achten, dass das hier schön umgeschlagen ist, dass nichts ausläuft. Darauf sollte man immer noch mal achten. Und dann könnt ihr euer Baby wieder anziehen. Body zumachen. Ne? Ist auch immer einfach schön, wenn ihr dabei sagt, was ihr tut. Jetzt ziehen wir dich wieder an, ne? Tilda? Genau. Hilfst du mit? Du magst den Löwen so gern, ne? Der ist toll, ne? Super. So, mach deine Strumpfhose. Krempelt euch immer alles, was man einfach schön vorher auf. Das ist einfacher. Setzt am Fuß an und zieht dann hoch. Und die andere Seite. Darf ich deinen Fuß haben? Darf ich deinen Fuß haben? Und dann dreht euer Baby auch immer schön zur Seite, wenn ihr das hochzieht. So, noch zur anderen Seite. So fördert ihr auch immer gleich die natürliche Bewegung. Wenn sie die noch nicht können oder wenn sie auch schon das so toll können, wie du das kannst, ne? So. Super. So. Vielen Dank, kleine Maus. Hast du sehr gut gemacht. So. Danke, Tilda. Ihr Lieben, noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Ich habe euch vorhin mit Tilda gezeigt, dass das hüftschonende Wickeln total wichtig ist. Denkt bitte immer daran. Und ganz wichtig ist bei den Mädels, dass ihr wirklich von vorne nach hinten säubert. Und bei euren Jungs daran, dass ihr einmal noch schaut, dass kein Stuhlgang unter dem Penis ist, unter dem Hodensack und den Hodensack richtig säubert. Das ist manchmal etwas schwierig bei der dünnen Haut. Wenn ihr die Babys wieder in die Windel packt, solltet ihr wirklich sehr genau darauf achten, dass es nicht feucht ist. Wenn ihr ein Baby feucht zurück in die Windel packt, kann es ganz schnell zu einem wunden Po führen und zur Hautirritation. Also immer noch mal einmal gucken, ist alles schön trocken und dann schließt wieder die Windel. Bei den Jungs immer schön darauf achten, dass der Penis nach unten zeigt, damit es keine nasse Überraschung gibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Wickeln. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis bald und alles Liebe, eure Sissi.